Hey Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Super Smash Bros. Ultimate. Es geht weiter mit dem klassischen Modus und dieses Mal ist der Charakter Melinda dran. Rote Melinda, Gold für dich, Goldshop. Ach ja, Animal Crossing Style. So schaut's aus. Bin schon gespannt, wie ich mit Melinda kämpfen werde. Ich bin ja sowieso ein sehr, sehr großer Fan von den weiblichen Charakteren in Super Smash Bros. Ultimate. Und Melinda ist ja weiblich, hihi. Bewohnerin. Wow, alles nur Ladies. Okay, wie wär's, wenn wir uns erstmal zu Beginn die Techniken anschauen? Volle Taschen, Angel, Ballonflug, Gyroid-Falle und die Ultra-Smash-Attacke heißt Rathausparty, Tom Nook und Co. zimmern nahe Gegner in ein Rathaus ein. Der Schlussknall erfasst auch Gegner in der Umgebung, doch der erste Treffer muss sitzen. Rathausparty. Wisst ihr, was ich gerade mega cool finde? Hört mal hin. Da ist der Beat von Animal Crossing. Hammer, voll chillig. Ja, das ist voll schwierig, mit so einem Beat zu smashen. Ich habe irgendwie voll Bock zu chillen, wie in meinem Animal Crossing Let's Go to the City Let's Play. Boah, was für ein bösartiger Hammer war das denn? Das ging ja ruckizucki. Nachdem ich den Hammer einmal angefasst habe, war alles schon vorbei. Korrekt, extra klasse. Boah, 0,9 Punkte habe ich direkt bekommen. Okay, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich mir ein bisschen Zeit gelassen habe, aber ich habe, so wie es aussieht, kaum Damage oder gar kein Damage abbekommen. Deswegen habe ich höchstwahrscheinlich so viele Punkte bekommen. Okay, wie fit Trainerin, Pokémon-Trainerin? Oho, ist hier noch irgendwo ein Trainer am Start? Okay, Pikachu und Shigi, okay, das wird ein bisschen nervig. Ach, dieses Pikachu kenne ich doch aus Oras. Als ich Omega Rubin gespielt hatte, gab es ja, oder als wir Oras zu Beginn gespielt hatten, gab es ja die Möglichkeit, so ein Pikachu mit so einem Kostüm zu bekommen. Ja, stimmt. Okay, lauf mal, Melinda. Ah, du spielst die ganze Zeit mit dem Regenschirm. Wow, voll cool mit dem Ballonflug und so. Lurak, das wird ein bisschen nervig. Ja, komm her. Komm her. Ja, dann komme ich und gebe ihm nochmal nach rechts. Boah, was für eine coole Regenschirmattacke war das denn? Ey, Melinda ist gar nicht mal so schlecht. Heftig. Warum sind die weiblichen Charaktere so OP in diesem Spiel? Das ist so geil. Wie gesagt, ich kam auf jeden weiblichen Charakter klar, bis auf die Wii Fit Trainerin mit. Der habe ich mich wirklich miserabel angestellt. Palutena, Lucina, Zelda, Corrin und Darin. Diesmal 5? Ach was, auch nicht schlecht. Dann kümmere ich mich mal schnell hier um alle. Ich rede so, als wäre das gar nichts. Oh, ich freue mich auf den nächsten Part, Leute. Ihr wisst Bescheid. Fueko ist im nächsten Part dran, endlich. Auf den Charakter habe ich ja schon seit, was weiß ich, wie lange Bock. Oh, ich wurde gerade übel erwischt von Zelda. Fast bin ich runtergefallen. Oh, scharfes Essen. Ja, das wird heiß bisschen. Weg mit euch. Weg. Damage machen, Damage. So, springt, da ist die Chance. Ah. Die Ballonattacke war nicht so gut und hilfreich. Dreh dich um, pass auf, ich könnte sonst K.O. gehen, wenn ich da nur rumchille und rumstehe. Aufpassen. Ah, ich dachte, ich habe die Wii-Vertrainerin gerade gesehen. Das war aber in Wirklichkeit Corinne, die sich jetzt gerade verabschiedet hat. Hey, Lucina, mach doch keine Faxen. Palutena? Ich glaube, ich spinne. Oh, da ist der Stern, den nehme ich mal. Wen treffe ich? Keine? Gib ihr, meine ich. In der Dame, gegen die wir gerade kämpfen. Ah, also... Es gibt gewisse Attacken, wenn man diese mit Melinda ausführen kann, dann ist das ziemlich nice, aber so zum Smashen kämpfen, da habe ich schon eher Bock auf Charaktere, die sofort ihre Fäuste benutzen oder irgendwelche Gegenstände, die auch gut sitzen. Gegenschirmattacke. Und du bist auch mal weg vom Fenster, Palutena. Ne, nicht ich. Ich habe schon 141. Oh, oh. 141 auf dem Tacho. Hey, ich wollte doch nur den Smash Ball einmal aktivieren. Komm, bin in der anderen Seite. Jetzt B. Warte mal, haben wir jetzt beide verloren? Ich glaube, ich habe verloren. Wird Palutena jetzt auch verlieren? Ach, schade. Schade. Das war eine, ja, Niederlage. Aber ziemlich unnötig. Naja, was soll's. Schade, dass Palutena nicht als erste verloren hat. Zero Suit Samus, Bayonetta und Samus.
Oh yeah, das wird lustig. Das wird lustig. Ich liebe diese Arena, die ist so cool. Nice, Bayonetta, komm her. Mhm, ich habe hier auch auf jeden Fall zwei Kollegen am Start. Sehr, sehr gut. Ah, ich weiß nicht, also das macht schon Spaß mit Melinda zu kämpfen, wenn man gewisse Attacken, wie zum Beispiel die Regenschirmattacke, ausführt. Aber zum Smashen finde ich tatsächlich andere weibliche Charaktere bombastisch. Bayonetta ist auf jeden Fall cool, Zelda sowieso. Zelda, ich glaube, ich finde Zelda am coolsten. Aber Lucina war auch nice, hammermäßig. Ansonsten, Peach war auch cool. Ach, da bin ich. Ich dachte schon, wo bin ich? Ich war gerade kurz davor, die Arena zu verlassen. Das ist mein Kumpel. Ich wurde gerade mega erwischt. Ja, ich habe mich nochmal gerettet. Runter. Genau, bleib da. Jetzt bin ich oben. Redi, komm. Ach Mist, ey. Da war ich wohl ein bisschen zu langsam. Ich bin oben alleine. Hey, hey. Hallo. Ich kann mich noch retten. Es geht. So. Sehr schön. Da habe ich jemanden gerade erledigt. Mist, ich habe Samus gerade komplett außer Acht gelassen. Ich habe mich auf Bayonetta konzentriert. Mist. Das ist ein Fehler in Super Smash Bros. Ultimate. Da darf man sich nicht, wenn man gegen mehrere gleichzeitig kämpft, sich nur auf einen Gegner fokussieren. Kann ein bisschen gefährlich werden. So, komm her. Komm her, Samus. Ich lauf mal selber hin einfach. Komm, komm. Jetzt, da ist die Chance. Sehr schön. Hä? Ach was, Samus ist noch am Start. Sehr schön. Jetzt setze ich mal die Rathausparty ein. Ach schade, hat nicht hingehauen. Ich war ein bisschen zu weit entfernt von Samus. Okay, der Schlag hat gesessen. Der Schlag hat gesessen. Ja, mal gucken, ob ich wieder die 6. Stufe hinkriege. Das könnte hinhauen. Ich weiß noch nicht, ob ich die 7. Stufe noch erreichen kann. Peach, Daisy, Rosalina, Numa, Wendy. Je nachdem, wie schnell ich diese Gegner hier besiege. Na, schnell erstmal auf die andere Seite. Gegen Rosalina erstmal kämpfen. Hier, Wendy. Das ist auch auf jeden Fall am Start. Hey, Rosalina. Nochmal. Ja, jetzt. Sehr schön, Melinda. Sehr, sehr schön. Sehr schön. Jetzt bist du dran, Daisy. Und jetzt bist du nochmal dran. Und du. Oh, ich liebe diese Regenschirmattacken. Die ist ja richtig cool. Pass auf, Kugel, Willi. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Sehr schön. Aufpassen, Melinda. Jetzt nochmal. Da war die Chance. Ja, egal, wenigstens habe ich Peach erwischt. Nochmal Daisy. Oh, Daisy, ich spiele gerade mit dir Ping-Pong, sorry. Falsche Richtung. Ja, sehr schön. Und du auch nochmal Peach, komm her. Komm her. Pium, pium, pium. Ah, nice. Die Kameraperspektive hat sich jetzt geändert, da wir... Achso, ich dachte, das liegt jetzt daran, weil ich nur gegen Peach kämpfen muss. Aber vielleicht, weil wir hier gerade in der Ecke rumchillen sind. So, noch ein bisschen. Ja, ach, schade. Schade. Der Kick hätte auf jeden Fall gut gesessen. Was machst du denn da? Komm raus. Dachte schon. Wow, ich fliege. Das ist voll cool. Okay, das macht so Spaß. Wow. Ich glaube, ich kann sie jetzt besiegen. Ja, ach, jetzt. Ah, oh, Mann. Komm, komm. Oh, der Kampf dauert aber ziemlich lang gerade. Umso mehr freue ich mich auf den nächsten Part. Komm her jetzt. Nochmal, nochmal. Komm, komm, sie gibt dir sonst Kicks. Und? Das war's. Ja, Bande und so. Das war auf jeden Fall ein Critical Heat. Extra Klasse, 6,3. Okay, nice. Jetzt bin ich auf die nächste Runde gespannt. Sheik. Vielleicht kann ich das noch hinkriegen, die 7. Stufe zu erreichen. Boah, was war das für ein Anfang? Ach, der Beat. Zelda Beat. Hammer. Komm her. Oh, komm her. Aufheben. Sehr schön. Abwerfen. Oh, nicht dagegen laufen. Sonst wirst du wie ein Ping-Pong behandelt. Komm, Sheik. Wie, du läufst nochmal dagegen. Sheik hat sich das anders überlegt. Ups. Oh. Ja, komm, Sheik. Komm. Mist. Das hatte ich nicht mal auf dem Schirm. Oh, ein Smash-Fass. Ob ich Sheik damit treffen kann? Doch. Was ist los bei dir, Sheik? Yeah. Extra Klasse, denke ich mal. 14%. Ja, auf jeden. Und wir haben die 7. Stufe erreicht, liebe Leute. Das Bonusspiel Gold für dich, Goldschopf. Ah, oh, den Miet habe ich vermisst. Ach, ich liebe dieses Spiel, Leute. Ohne Witz, ich habe viel Spaß an diesem Spiel. Ich meine, der klassische Modus ist jetzt fast zu Ende.
Und da sind ja so einige Parts gekommen in den letzten Wochen. Aber ich muss sagen, ich bin irgendwie nicht gelangweilt. Also ich habe immer noch das Gefühl, dass ich immer noch so schlecht spiele wie in der ersten Folge. Aber ich habe immer noch Spaß. Ist das denn zu fassen? Gibt's denn sowas? Ich kann ja sagen, ich bin immer noch so schlecht, aber ich habe Spaß. Ist einfach so, das macht mega Spaß. Ich freue mich auf den Abenteuermodus. Ich kann mich daran erinnern, dass ich sehr viele Schwierigkeiten hin und wieder mal im Geistermodus hatte. Aber da ich jetzt ein bisschen trainiert habe und gewisse Geistkämpfer am Start habe, kann ich mir vielleicht ein bisschen Support holen. Eieiei. Meisterhand und Crazy Hand. Das wird ein Crazy Kampf. Die beiden gegen Melinda? Ernsthaft, das wird ein bisschen anstrengend. Yeah, der Beat. Boah, was für ein langer Finger. Du schlimmer Finger, du. Okay. Ja, was? Willst du den Boden sauber machen? Checkst du den Staub ab? Ja. Ja, ich kümmere mich hier um diese Hand. Oh, diese Attacke sieht aus wie die Attacke von Ruffy, wenn er die Bounce-Form angenommen hat. Bounce-Man-Form. Wie hieß nochmal die Attacke? Python. Was mit Python? Er streckt seinen Arm aus und obwohl er angenommen seinen Gegner verpasst und der Gegner sich denkt, ja okay, die Faust kommt jetzt nicht mehr zurück, kommt sie von der linken Seite zurück. Oder von hinten plötzlich. Der Kollege besteht aus Gummi. So, gib Gummi, Melinda. Nein, nicht so. Das ist voll schwierig mit Melinda. Was ist, wenn ich jetzt die allerletzte Stufe erreicht hätte? Das ist voll eklig. Das ist ein bisschen schwierig mit Melinda. So, ich kümmere mich hier um diese Hand. Diese Hand hat gerade Bewusstseinsprobleme. Na egal, Hauptsache ich kann irgendeine Hand erstmal eliminieren, weil das wird gerade ein bisschen zu viel. Komm, komm, komm. Ach, schade. Ich setze die ganze Zeit dieselbe Attacke ein, aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich wollte jetzt gerade eine andere Attacke einsetzen und mich hat es hart erwischt. Schon wieder. Spring hoch! Aber ich... Hä, was ist denn los? Ah, da bin ich. Och, schade. Wieso dauert das manchmal so lange, bis ich die Attacke einsetzen kann? Höchstwahrscheinlich, weil ich noch dabei bin, eine andere Attacke auszuführen. Oh, das war's mit der sechsten Stufe. Komm jetzt, irgendjemand muss down gehen, endlich. Habe ich beide besiegt? Ich glaube, ich habe beide gleichzeitig besiegt. Nee, doch nicht. Aber jetzt ist die andere Hand auch down. Boah, dieser Schrei. Wow, ich flieg mal davon. Haha. Das macht Spaß. Ja, war auf jeden Fall ein bisschen schwierig mit Melinda gegen die Meisterhand und gegen die Crazy Hand gleichzeitig zu kämpfen. Aber gut, wir haben es hingekriegt. Gut gemacht, sagt der Sprecher. 6,4 ist okay für einen Noob. Ist total okay. Das können wir wieder schnell skippen. Mal gucken, ob ich mir den klassischen Modus nochmal im Privaten antun werde zum Üben und auch wegen den Belohnungen. Vielleicht werde ich mal im Privaten ja eine Challenge machen, in der ich mit jedem Charakter versuchen werde, die allerletzte Stufe zu erreichen. Ja, das ist auf jeden Fall ein cooles Bild. Ich glaube, in der Animal Crossing Welt kann man sich so einiges damit leisten. Oh yeah, alles klar, weiter geht's. Schauen wir uns doch mal die Belohnungen an. Endergebnis. Kämpfergeist Melinda. Und Rüssel Ignis. Oh, da ist ein Schwert dabei. Bap, bap, bap. Nice, Leute. Das war's dann mit Melinda. Jetzt gibt es noch einen einzigen Charakter, mit dem wir den klassischen Modus wahrnehmen werden. Und dieser ist Fuecro. Endlich, endlich, endlich. Seit wie vielen Parts warte ich auf diesen Moment? Endlich können wir mit Fuecro loslegen, Leute. Danke, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Part nochmal sehen werden. Bis dann, Leute.